gibt doch nichts Schöneres, als an einem Freitagabend mit dem Wout spazieren zu gehen. Gell, Mausi? Aber wir dürfen nicht vergessen, auch ganz wichtig, dass wir unsere Oculus Quest dabei haben. Als großer VR-Liebhaber und Nutzer der Oculus Rift, nun wünsche ich mir eigentlich nichts mehr, als dass man endlich ins VR-Universum ohne Kabel einsteigen kann. Und das bietet die Oculus Quest nun tatsächlich. Und genau deswegen wollte ich sie mir unbedingt mal angucken, was wir jetzt auch in diesem Video tun. So, dann testen wir das Ganze mal aus. Wir sind hier einfach in irgendeinem Park. Das Ganze funktioniert immer recht gut, wenn so ein bisschen Baum da ist und nicht die Sonne total auf die Oculus scheint. Ich stelle jetzt das Guardian ein. Das Guardian ist quasi unser Spielraum in der freien Natur oder wo auch immer man ist. Dafür muss man einfach nur die Bodenhöhe bestätigen. Dafür gehen wir mit unserem Controller bis zum Boden. Und da ist quasi jetzt so ein Gitternetz, das uns dann sagt, da unten ist der Boden. Dann klicken wir auf Bestätigen. Und dann können wir unseren Spielbereich festlegen und das ist jetzt so eine Sache, die natürlich extremst cool ist, weil ich jetzt einfach meinen Spielbereich so wild ziehen kann, wie ich irgendwie Bock habe und damit natürlich einen Raum habe, den ich zu Hause logischerweise nicht habe. So, kleiner Location-Wechsel. Ich habe es da drüben jetzt probiert, wo eben etwas mehr Sonne war. Das hat zwar funktioniert, allerdings war die Erkennung doch nicht wirklich gut. Also tatsächlich ist es so, dass man wirklich am besten unter einem Baum ist, damit die Sensoren quasi ein Dach erkennen. Und ja, doch etwas mehr außerhalb der Sonne. Es funktioniert, wie gesagt, auch in der Sonne, aber nicht wirklich gut. Und da wir natürlich eine korrekte Erkennung unserer Sensoren, unseres Controllers haben wollen, machen wir das Ganze eben natürlich ein bisschen besser. Und hier können wir jetzt einfach das viel, 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 viel besser einzeichnen, weil da quasi, wenn man natürlich um den Baum herum geht, ne, dann funktioniert das auch. Und so haben wir eine viel, viel bessere Fläche, weil unsere... Also was heißt Fläche? Unsere Sensoren erkennen das einfach deutlich besser. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon fertig und dann kann ich endlich das machen, was ich schon immer machen wollte, nämlich egal wo ich bin, Beat Saber spielen. Das ist so unglaublich schön und am besten ist natürlich, dass ich keine Kabel habe und deswegen richtig geile Freiheiten habe. Und deswegen fangen wir auch schon an, ganz normal Escape von Beat Saber und es ist halt ein geiles Gefühl, vor allem natürlich auch in der freien Luft zu sein. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, wie unendlich geil das ist. Oh mein Gott! Es ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Natürlich haben wir jetzt im Vergleich zu den neu erschienenen Oculus Rift S nicht dieselbe Auflösung, ist natürlich irgendwie klar, wir sind nicht an einem PC verbunden und wir haben natürlich auch den Nachteil, dass wir nur Zugriff auf Spiele aus dem Oculus Store haben, da wir, wie gesagt, nicht an einem PC gebunden sind und dementsprechend nicht einfach spielen können, was wir wollen. Wer allerdings damit kein Problem hat, der wird mit der Oculus Quest, denke ich mal, super glücklich werden. Gerade wenn man nicht unbedingt jetzt die neueste Auflösung braucht oder sowas in der Art, dann kann man nämlich einfach jedes VR-Spiel aus dem Oculus Store genießen. Und ich spiele jetzt einfach noch sehr, sehr, sehr lange bis zum Sonnenuntergang Beat Saber und genieße es, denn das Ding ist wirklich ein geiles Teil. Ich hoffe, dieses wundervolle Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass gerne eine Bewertung da und schreib mir natürlich einen Kommentar zu dem Video. Vielen lieben Dank an die geilen finanziellen Supporter, die es mir nach wie vor möglich machen, diese YouTube-Videos für euch produzieren zu können. Wenn du dich dieser Liste anschließen möchtest, klick unter dem Video einfach mal auf den Mitglied-Werden-Button. Ich würde mich allerdings auch freuen, wenn ihr aus der Videobeschreibung einfach meine Affiliate-Links nutzt, für Amazon zum Beispiel, für Display-Bestellungen oder natürlich auch Spiele auf Instant Gaming. Damit könnt ihr mir schon sehr viel weiterhelfen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, klickt auf den Abo-Button und natürlich auch auf die Glocke, denn nur dann werdet ihr auch wirklich benachrichtigt.
Und für weitere Wolf-Action gibt es jetzt noch 2 Videos für euch. Und wenn ihr die schon kennt, klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Denn da gibt es eine Liste mit über 200 Projekten, die ich abgeschlossen habe. Ich bin sicher, da ist noch was für euch dabei. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.